Basteln am Donnerstag, kann das denn sein? Ja, und zwar heute in der Live-Show. Wir haben was ganz Besonderes vorbereitet. Euch erwarten Überraschungen, tolle Sets, denn wir haben euch 13 Bastelsets zu den verschiedensten Themen mitgebracht. An meiner Seite heute nicht nur eine Bastlerin, sondern gleich zwei. Also hier ist heute Frauenpower angesagt. Sanne, wir sehen es schon bei dir. Wir haben Ja. ein Textilset mitgebracht. Ja, Mit genau. den ganz neuen 3D-Textilstiften und außerdem sind da unsere Duomarker für Textil dabei. Ein fast Komplettset. Da fehlen, glaube ich, nur noch die Schablonen. Ihr habt das Haftmedium für unsere Schablonen plus noch unsere Beutel. Und Patricia, wer hat es nicht erwartet, bringt uns ein super tolles Set zum Thema Schmuck und viel mehr mit, denn wir werden heute mit unserer neuen Schrumpffolie basteln. Wir haben eine ganz neue Vorlage und Patricia hat uns heute schon mit Schmuck komplett ausgestattet und das könnt ihr auch zu Hause machen. Wir haben es ja schon gesagt, wir haben insgesamt 13 Bastelsets für euch zu kleinen Preisen. Es sind Sets zu ganz vielen Themen. Wir haben Textil, wir haben die Schrumpffolie, wir haben Stifte dabei, LED, Schmuck. Und vieles mehr. Ab 8,97 € fängt schon das erste Set bei uns an. Und wir können heute, und ich sage nicht nur heute, sondern bis einschließlich Sonntag bis zu 74% bei unseren Sets sparen. Wichtig ist natürlich, dass alles nur so lange der Vorrat reicht, da ist. Also seid da schnell, falls ihr sagt, ah, die eine oder andere Sache möchte ich gerne haben. Kann sein, dass sie ganz schnell weg sein können. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir freuen uns riesig. Dann gibt es heute noch ein paar weitere Besonderheiten, wie Alvin hat ja im Vorfeld mit uns gesprochen Ja. und hat sich gewünscht, dass wir heute nicht nur einen Gewinner haben, sondern gleich drei Gewinner. Also ihr habt dreifache Chance, heute zu gewinnen. Wie funktioniert das Ganze? Ja, und zwar teilt ihr einfach über Facebook unsere Show und wir verlosen dann unter euch ganz tolle Überraschungspakete und wir drücken euch natürlich die Daumen. Alvin treibt sich hinter der Kamera rum heute, haben wir schon festgestellt. Und Alvin wird heute auch auslosen, wer beim Gewinnspiel gewinnt. Da gucken wir aber am Ende der Sendung Ja. nochmal, wer das Ganze gewonnen hat. Da freuen wir uns natürlich auch riesig, das dann wieder hier verkünden zu dürfen. Ich freue mich auf meine zwei tollen Bastler, mit denen ich die ganze Woche schon ganz fleißig gearbeitet habe, eigentlich auch schon fast 2 Wochen, die ganz neue Bastelideen ausgetüftelt haben. Wir werden basteln und wir haben sogar eine super Sale-Runde wieder dabei mit tollen, ja, Schnapper-Angeboten. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch etwas Besonderes. Wir haben ja heute ganz viele Überraschungen. Also das Allerwichtigste erstmal für euch, die Angebote gelten bis Sonntag. Es sind nicht nur 2 Tage, wie wir es sonst immer aus der Live-Show können, sondern bis einschließlich Sonntag. Übrigens ein Tipp nochmal von mir. Guckt gerne einmal Sonntag bei uns in den Shop rein. Da gibt es wieder eine tolle Überraschung. Ich glaube, die meisten kennen das ja schon ab dem 1. Dezember, was es genau ist. Wissen vielleicht viele, aber schaut einfach mal rein und lasst euch überraschen. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, und zwar unseren tollen Gratisartikel, den ihr kennt. Mit dem werden wir heute noch mal basteln. Da können wir gerne einmal hier runterschauen zu diesem tollen Effektkarton. Den könnt ihr euch ja ab einem Warenwert von 50 € in euren Warenkorb sichern. Den kriegt ihr nämlich gratis. Der kostet regulär 14,95 €. Ab 50 € kriegt ihr den ja bei uns geschenkt und das gilt ja bis zum 30. November, da wir heute etwas ganz Besonderes mit unserem Dekokarton in dieser tollen matten Optik geplant haben, haben wir gesagt, als Überraschung, falls ihr euch den schon einmal gesichert habt, könnt ihr das ein zweites Mal einlösen. Also der Gratisartikel ist ab heute zweimal pro Kunde einlösbar, aber wichtig, einmal pro Bestellung. Falls ihr euch den Artikel jetzt schon gesichert habt, könnt ihr den ein zweites Mal zu eurer Bestellung ab 50 € hinzufügen und kriegt den gratis dazu. Wir sehen hier diese tollen 20 Farben in diesem schönen Metallic-Matt-Effekt. Eine weitere kleine Überraschung von uns. Sanne steht aber auch in den Startlöchern, denn wir werden jetzt basteln. Wir gucken uns jetzt unsere Sets an. Bevor wir damit loslegen, Sanne, du hast ja heute auch schon noch ein bisschen vorbereitet und hast dich auf die Sendung gefreut. Ja. Was ist eigentlich dein Favorit der Stunde? Also für dich persönlich, der, ja. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich ja mit allem wahnsinnig gerne arbeite. Ja.
Aber ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich das Maserierwerkzeug, weil der Effekt halt immer so genial ist. Na, und wirklich auch, das ist wirklich total leicht. Du hast es auch ausprobiert. Na? Und du hattest vorher auch unheimlich Zweifel, boah, kann ich das überhaupt? Und ja, ich glaube, wenn man so diese kleinen Kniffe weiß, dann Also der funktioniert das Effekt ist gut. wirklich Ja. unglaublich. Und wenn ihr zum Beispiel Boxen habt, könnt ihr diesen tollen Holzeffekt selber zaubern. Und deswegen haben wir gesagt, dazu muss unbedingt ein Set kommen. Wenn es um Farben geht, bist du ja gerne immer an meiner Seite und gibst uns die besten Tipps und Tricks. Und wir legen jetzt direkt los mit unserem ersten Set unserer Sonder-Live-Show, nämlich dem Maserierwerkzeug plus Acrylfarben. Habt ihr hier sogar noch. Wir sehen jetzt hier unten einmal unsere vier Maserierwerkzeuge in den verschiedensten Größen und Breiten, je nachdem, welchen Effekt ihr damit zaubern möchtet, benötigt ihr unterschiedlich große Maserierwerkzeuge, breitere, schmalere und. Wir werden gleich noch mal ganz genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch aber einmal diese tollen Maserierwerkzeuge, wie das Ganze aussieht. Also hiermit werden wir diesen Effekt, den wir hier sehen können, ganz leicht und sicher zaubern. Ihr habt hier insgesamt vier von unseren Maserierwerkzeugen, die ich hier einmal in die Hand nehme, plus die Farbe, die wir hier sehen können. Drei von unseren Acrylfarben in den passenden Farben, um diesen tollen Holzeffekt zu gestalten, für 9,97 €. Also vier Werkzeuge plus unsere drei Multi-Surface-Farben für 9,97 €. 53% spart ihr hier mit der Artikelnummer 014338. Wir haben hier pro Farbe immer 120 Milliliter. Ihr habt diesen tollen Cremeton, das Dunkelbraun und dann nochmal das Blattgrün. Jetzt, um diese Holzeffekte zu zaubern, besonders wichtig. Ihr könnt aber die Multi-Surface-Farben natürlich für viel, viel mehr benutzen als jetzt nur für den Effekt, den wir zaubern. Die sind hochdeckend. Ihr könnt die auf so vielen Untergründen benutzen, sogar auf Textil. Wir sprechen ja gleich auch noch mal über ein Textilset. Aber zu Beginn erstmal dazu, dass ihr mit den Farben spielen könnt. Und wenn wir jetzt rüber gucken, sehen wir auf unterschiedlichen Materialien, wie toll dieser Effekt aussieht. Weil das ist ja einfach nur ein Dekokarton von Ja, uns, genau. wo du diesen Effekt jetzt nochmal gestaltet hast. Wir sehen das jetzt auch nochmal auf der Karte. Und wenn ihr unsere Weinkisten liebt oder riesengroße Boxen habt, da können wir auch gerne einmal rüberschauen, könnt ihr ebenfalls diesen Effekt zaubern. Und ich freue mich, Sanne, dass wir endlich jetzt Schritt für Schritt erklären können, wie das Ganze funktioniert, wie einfach es auch ist, diesen Holzeffekt selber zu Hause zu Ja. gestalten. Und das Ganze nur mit dem Maserierwerkzeug. Ja, absolut. Und ich muss hier jetzt gerade mal so ein kleines Hühnchen mit Alwin rupfen. Ich habe nämlich festgestellt, dass der sich hier an meinen Farben zu schaffen gemacht hat. Alwin, die trocknen aus. Das kannst du doch nicht offen lassen hier. Mann, Mann, Mann. So, ich muss das mal hier Jetzt wird eben. erstmal aufgeräumt, was Ja, hier Alvin wieder verunstaltet hat. er hat hier wieder so sein Unwesen getrieben. Weiß man gar nicht, wohin mit sich. So. Genau. Und zwar zeige ich euch heute mal, wie man das Maserierwerkzeug wirklich total zuverlässig und einfach anwendet. Wie gesagt, Silvana hat es auch ausprobiert vor der Show. Die war auch sehr begeistert, wie einfach das doch wirklich geht. Und ich habe hier verschiedene Untergründe mitgebracht. Ich habe einmal eine ganz normale Holzbox. Ach Quatsch, das ist ja unsere Magnetbox sogar. Ne, die ist aus Kraftpapier. Ich habe das hier drinnen extra mal so gelassen. Die habe ich jetzt einfach mit unserer Multi-Surface-Farbe grundiert. Und da ist es ganz wichtig, wenn ihr Sachen aus Karton mit der Holzmaserung versehen wollt, die Grundierung bitte mit einem trockenen Pinsel auftragen. Ne, möglichst nicht zu nass, sonst wälzt sich ja das Papier irgendwie. Und wenn ihr mit einem trockenen Pinsel einfach die Farbe auftragt, dann verhindert ihr das. Dann wird das richtig schön dicht und wir haben dann eben eine schöne Oberfläche, auf der wir gleich maserieren können. Wie gesagt, auf der Holzoberfläche, das hier ist so eine Malpappe. Da ist das nicht ganz so tragisch, wenn der Pinsel nass ist, aber auch da ist ganz wichtig, einmal glatt einstreichen und die Oberflächen immer sehr gut trocknen lassen. Die dürfen nicht mehr feucht sein, wenn ihr mit dem Maserierwerkzeug arbeitet. Das ist ganz wichtig. Da kommt ja gleich noch ein zweiter Farbauftrag drauf. Und hier bei dem Karton
haben wir auch einen ganz tollen Effekt mitgezaubert, wie wir ja gerade hier auf der Karte gesehen haben. Da braucht ihr gar nicht grundieren, da wird einfach nur die Farbe einmal dünn aufgetragen. Und das Mischungsverhältnis der Farbe, die ihr auftragt, ist etwas dünner als das, was ihr vorher auf die Oberfläche aufgetragen habt zum Versiegeln. Und ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie das funktioniert. Ich habe hier jetzt einmal meine Malplatte. Und wir haben ja vier verschiedene Maserierwerkzeuge. Der Unterschied besteht eigentlich nur darin, dass die für verschieden große Oberflächen geeignet sind. Die habe ich schon mal benutzt, deswegen kann man die Maserierung hier drauf auch schon mal schön sehen. Also wenn ich jetzt Postkarten oder kleinere Oberflächen mache, dann nehme ich immer das kleinste Maserierwerkzeug. Das eignet sich dafür am besten, weil diese Holzmaserung relativ groß erscheint nachher. Dieses Maserierwerkzeug wird schon eine sehr große Holzmaserung auch dann hervorrufen. Mhm. Das hier ist für wirklich sehr große Flächen geeignet. Also ich habe es an der Wand ausprobiert. Wenn ihr eine Wand habt, die ihr damit verzieren wollt, das könnt ihr natürlich auch machen. Ne? Sieht auch super aus. Genauso wie das hier, das ist auch eher für eine größere Oberfläche geeignet. So, dann fangen wir mal an. Ich zeige euch jetzt mal das kleine Maserierwerkzeug, einfach um diese Technik überhaupt erstmal zu begreifen. Also wichtig ist ja, ich stoppe einmal kurz Sanne. Ja. Das Allerwichtigste ist eigentlich, wie wir das Maserierwerkzeug in der Hand halten und wie wir das Ganze machen. Ich würde vorschlagen, weil das sind ja sehr schnelle Bewegungen, die dann vonstatten gehen, bevor wir jetzt mit der Farbe arbeiten, kannst du uns vielleicht auf einem dieser, gib mir jetzt mal dir den, dann sieht man nochmal den Kontrast zu dem schwarzen Maserierwerkzeug. Einmal Schritt für Schritt zeigen, wie sieht die Bewegung aus. Vielleicht einmal von vorne, einmal von oben, dann vielleicht nochmal seitlich. Dass man wirklich jetzt ganz genau Sanne folgen kann. Weil wenn man das gesehen hat und das verstanden hat, dann ist es wirklich super einfach mitzumachen. Genau. Und zwar nehmt ihr euch das Maserierwerkzeug hier an dem Griff. Ich tausche mal nochmal, dass wir so einen Kontrast haben. So, weiß. Ja. Ja. Ist jetzt nicht besonders schick, aber... ich nehme das Maserierwerkzeug an dem Griff in der Hand und dann kippe ich das nach vorne. Also so, dass ich die Maserierung nicht mehr sehen kann. Mhm. Und dann setze ich das Werkzeug an und ziehe das in einem Schwung durch. Und zwar so, dass ich so ein paar schaukelnde Bewegungen mache. Ja. Wichtig ist, nicht zu viel Druck drauf geben, sonst habt ihr diese Absätze, wo ihr diese schaukelnde Bewegung macht, so da drin in der Farbe. Das sieht dann ein bisschen doof aus. Also wirklich einfach nur dieses Ziehen und sanft dabei das Werkzeug einfach nur wiegen. Sanne, meinst du, du kannst das auch einmal von der Seite zeigen, dass wir sogar deinen Armbewegungen folgen können? Ja. Sieht man das? Ja, darfst du ruhig aber auf den Tisch legen, wenn du magst. Ja? Ja, klar. Okay, gut. Ich setze an und dann ziehe ich und wiege ganz vorsichtig, ohne groß Druck drauf zu geben. Einmal das Maserierwerkzeug da durch. Das muss in einem Zug gemacht werden. Ja. Wenn ihr einmal drin absetzt, dann könnt ihr nicht wieder vernünftig ansetzen. Ja. Also nochmal. Ja, ich finde, sobald die Farbe da ist, man arbeitet ja wirklich in einem Zug durch. Du sagst es ja auch, nicht zu stark aufdrücken. Genau. Dann geht das auch nochmal in einem tollen Fluss über den Untergrund. Aber wenn man es jetzt mit Farbe sieht, wird das ein ganz besonderer Effekt. Ja. Jetzt sehen wir aber nochmal Schritt für Schritt deine Handbewegung. Die finde ich auch ganz wichtig. Genau, ne? Also wichtig ist auch, wie gesagt, dass ihr wisst, man kann das überstreichen. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn es mal nicht geklappt hat. Einfach nochmal direkt mit einem feuchten Pinsel hinterher. Dann ist die Oberfläche wieder glatt und ihr könnt nochmal maserieren. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt passiert kommt die Farbe ins Spiel. Genau, jetzt machen wir das mal mit Farbe. Ich habe mein Wasserglas, ich mache mir den Pinsel jetzt schön nass. Dass wir ordentlich die Farbe verdünnen. Ich gebe mir die Farbe nämlich immer direkt auf das Brett drauf. Ja. Einfach so ein bisschen. Also wichtig hier nochmal die Farbe mit etwas Wasser so ein bisschen genau, dass aufdünnen. Die schön dünn ist, dass man gleich die Möglichkeit hat, das vernünftig, das Werkzeug vernünftig drüber zu ziehen. Es eignen sich sowieso immer am besten glatte Oberflächen. Wenn ihr eher raue Oberflächen habt, dann kann das schon mal sein, dass das Werkzeug ein bisschen hängen bleibt. Dann könnt ihr das nicht so super durchziehen. Ja. Deswegen empfehle ich wirklich immer vorher eine glatte Grundierung. Und dann funktioniert das super. Ja.
Wenn wir gleich nochmal also von oben auf die Farbe gucken, sehen wir auch, wie dünn die jetzt aufgetragen ist. Also wie man die wirklich mit dem Wasser aufgemischt hat. Genau, also es ist ganz wichtig, dass sie nicht zu wässrig ist, weil sonst zerfließt euch die Maserung wieder. Mhm. Na, also wenn ihr jetzt irgendwo seht, dass da so eine Pfütze aufschwimmt, dann lieber mit dem Pinsel nochmal ordentlich verteilen, dass alles gleichmäßig, dass die Flüssigkeit gleichmäßig auch verteilt ist, dann kann die sich da wieder mit der Farbe mischen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt geht's los, jetzt kommt dieser tolle Effekt. So, auch immer sehr wichtig, dass man sich ein bisschen Küchenkrepp dazu holt. Mhm. Ja, weil man streift ja die Farbe nach hinten auch so ein bisschen ab. Ich schiebe mal so ein bisschen weiter hoch, dann sehen wir das Ganze noch mal ein bisschen besser. So. Los geht's, wir warten alle auf diesen tollen Effekt. Wenn es denn beim ersten Mal direkt klappt. Ne? Also ihr habt eben ja ganz genau gesehen, welche Handbewegung Sanne gemacht hat. Und genau das machen wir jetzt auch mit der Farbe. Und schaut mal, wie ihr jetzt diese Holzmaserung bekommt. Ist das nicht klasse? Und je nachdem, wie lang man das auch jetzt zieht, hat man entweder größere Bereiche oder auch schmalere. Genau. Oh, ja, also ich liebe diesen Effekt. Ich könnte es auch einfach jetzt schnell durchziehen. Ja. Oh, toll, oder? Schaut mal, das könnt ihr zu Hause so leicht selber jetzt machen. Und wenn man das jetzt nicht so stark aufdrückt, dann hat man das jetzt wie hier, wie so eine Art Vintage-Effekt. Mhm. Ne? So dieses ein bisschen, wie als wenn man mit einer Kreidefarbe gemalt hätte. Da wird man ja süchtig nach. Wow, toll. Ja, also das wäre jetzt eine Möglichkeit auf dem Holzbrett. Und jetzt sehen wir das Ganze nochmal, also was wir entdeckt haben, dass wir das auf unserem Effektkarton machen können. Genau, da ist es ganz wichtig, dass ihr die Farbe nicht zu dünn anmischt, weil wir einen sehr, sehr glatten Untergrund haben. Ja. Also ihr könnt es auch auf Papier machen und dann habt ihr sogar Grußkarten, wo ihr diesen Effekt zaubern könnt. Oh, der sieht so toll aus. Auch hier gebe ich die Farbe einfach schon mal auf den Effektkarton drauf. Mhm. Also falls ihr Fragen habt, wie jede Woche, gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche so viel wie möglich heute auch wieder vorzulesen und euch da weiterzuhelfen mit Sanne und später dann natürlich auch mit Patricia. Ich freue mich schon, die lächelt mich schon von der Seite an. Sanna, es ist so entspannt, alleine nur, wie du diese Farbe auf diesen Effektkarton aufträgst. Und wir haben halt entdeckt, dass das auf dem Effektkarton besonders schön aussieht, weil ihr diesen metallischen Effekt, nachdem diese Maserung es jetzt als Grundierung quasi habt. Und weshalb wir gesagt haben, wisst ihr was, das Tolle ist, ihr könnt den euch jetzt ein zweites Mal sichern, falls ihr den schon zu Hause habt. Ab einem Bestellwert von 50 Euro kriegt ihr den gratis. Und zwar jetzt zweimal. Kunde. Ja, aber nicht vergessen, nur bis zum 30. November. Das ist ja nicht mehr lang. Wir haben heute schon den 28. Und solange der Vorrat reicht natürlich. Gilt immer bei allem. Ja. Und jetzt kannst du zugreifen. Genau, das lege ich mir jetzt wieder da vorsichtig drunter. Dürfen wir es noch ein kleines Stück nach oben ziehen? Ja. Yep. So. Sehr besser? Ja. Ja. Jetzt können es alle wieder sehen. Super. Und auch hier fange ich genauso an. Ja. Wow. Und schon. Jetzt schaut mal diesen metallischen, matten Effekt. Ja. Und ihr habt ja 20 verschiedene Farben in der Sortierung. Unser Tipp ist, ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, Sanne, wenn ihr einen dunklen Untergrund habt, benutzt die hellen Multisurface-Farben. Richtig. Falls ihr einen hellen Untergrund habt, benutzt den dunklen, damit ihr einen schönen Kontrast habt. Also das lebt alles auch nur vom Kontrast. Ja. Und wenn jetzt sowas passiert, dass man sich das verschmiert, dann ist das nicht schlimm. Geht man einfach noch mal ein bisschen mit dem Pinsel drüber und kann das dann wieder beseitigen. Sehr gut. Ja. Das ist auch wichtig, auch mal zu sehen, was passiert, wenn ich mal abrutsche oder mir das Ergebnis eigentlich gar nicht gefällt. Genau, das passiert mir genauso, das ist überhaupt kein Problem. Dann hat man gerade mal nicht ordentlich gedrückt oder so und dann flutscht einem das Werkzeug unter den Fingern weg. Und dann kann man einfach wieder starten. So. Wichtig ist, dass ihr die Sachen dann wirklich gut trocknen lasst, bevor ihr die weiterverarbeitet.
Und gerade auch diese großen Stellen hier, das ist auch gar nicht schlimm. Wenn man sich Naturholz anguckt, sieht das wirklich genauso aus. Hier haben wir jetzt nochmal zwei Möglichkeiten, wo man das Ganze noch nutzen kann, wie zum Beispiel auf unseren Keramikplatten. Genau, hier wurde einmal komplett das Werkzeug verwendet und hier einfach nur rechts und links. Und auch, wie ihr vorher grundiert, ist eigentlich auch völlig egal. Ich habe das dann auch ganz vorsichtig mit einem ganz trockenen Pinsel einfach nur angebrusht, dass das eben auch in verschiedenen Farben war. Und dann könnt ihr da auch wieder die Farbe drüber ziehen und dann mit dem Masurierwerkzeug drüber gehen und zack, ist fertig. Das war unser erstes Set, unser erstes Bastelset zum Thema Masurierwerkzeug. Wir haben aber noch viel, viel mehr mitgebracht. Sanne, du wirst uns gleich nochmal erklären, wie wir mit Textilfarben arbeiten. Ganz tolle Bastelideen präsentieren wir euch auch. Ganz kurz nochmal, ich habe in den Kommentaren gelesen, wie lange sollte man das so circa trocknen lassen? Was empfiehlst du da? Also das kommt ja drauf an. Wenn man jetzt mit Acrylfarbe arbeitet, nach einer halben, knappen Stunde ist es trocken, je nachdem, wie viel Wasser ihr dann auch verwendet habt. Ne? Also wie dünnflüssig die Farbe ist. Ne? Aber normalerweise nach einer halben bis einer Stunde ist das absolut trocken. Und wenn ihr die Grundierung trocknen lassen wollt, die lasst ruhig wirklich eine Stunde trocknen, dass es richtig reingezogen ist in die Oberfläche, dass euch dann nachher, gerade wenn ihr jetzt mit Karton oder mit Papier arbeitet, dass euch da keine Wellen entstehen können. Okay. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir wollen jetzt eure Ergebnisse sehen. Also viel Spaß mit dem Masurierwerkzeug. Und wenn ihr das dann geschafft habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Bilder an facebook@ideenmitherz.de schickt. Und dann schauen wir uns gemeinsam hier in der Live-Show das Ganze an. Ich will jetzt sehen, wie ihr zu Hause das Masurierwerkzeug endlich benutzen könnt, nachdem uns Sanne das so toll erklärt hat und es wirklich sehr einfach ist. Jetzt geht's weiter. Ganz viele von euch haben sich ein Textilset gewünscht und wir haben ein besonderes zusammengestellt mit unseren neuesten Textilfarben. Wir haben hier zum einen unsere 3D-Textilfarben plus zwei Pinsel in der Sortierung. Ihr habt hier insgesamt 24 Tuben mit jeweils 30 Milliliter. Und wir sehen hier, dass ihr verschiedene Farben hier außerdem habt. Wir haben 14 klassische Farben, wir haben Neonfarben, außerdem noch Metallicfarben, Glitzerfarben, eine nachtleuchtende Farbe auch noch. Und ich glaube, es ist besonders schön, dass wir jetzt diesen tollen 3D-Effekt haben und auch noch mal zwei Pinsel. Hier sehen wir jetzt noch mal die Tuben, die zu euch nach Hause kommen, in den verschiedensten Farben. Es ist super einfach, mit denen zu arbeiten, weil ihr, ich öffne mal eine, den wie ein Stift in die Hand nehmen könnt und dann super dosieren könnt, wenn ihr das Ganze machen möchtet. Wir werden euch gleich tolle Bastelideen zeigen. Das ist das Erste, was wir in dem Set haben. Hier sind dann nochmal die zwei Pinsel, die zu euch nach Hause kommen. Und außerdem haben wir unsere ganz neuen Duo-Marker ebenfalls in dem Set noch. Also es ist wirklich ein ganz besonderes Textilfarben-Set, was ihr euch jetzt sichern könnt. Hier insgesamt 12 Duo-Marker. Wer unsere Duo-Marker kennt, die sind ja für den Airbrusher geeignet, könnt ihr jetzt auf Textilien verwenden. Ihr habt immer zwei unterschiedliche Spitzen. Einmal hier zum selber malen und aufzeichnen und einmal für den Airbrusher. Also falls ihr gleich genauso sprühen möchtet wie Sanne, braucht ihr den Airbrusher. Denkt bitte dran, ihr habt hier insgesamt 12 Farben, die ihr nutzen könnt zum Brushen. Und das Ganze ist für Textilien geeignet. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir auch noch unsere Beutel haben. Das sind Stoffbeutel zum Zuziehen, die ihr jetzt auch noch mal zusätzlich in diesem Set habt. Insgesamt 12 Stück mit einer Größe von 15 x 17 cm. Die könnt ihr dann mit Watte oder vielleicht mit einem besonderen Geschenk füllen oder einfach mal hier als Stiftehalter verwenden, als Präsentkörbe weiter nutzen. Das ist auch noch im Set dabei. Wir gucken uns gleich tolle Bastelideen an, die wir haben. Und dann dachten wir, wir schenken euch noch was zusätzlich und das ist unser Haftmedium, was ebenfalls in diesem Set enthalten ist mit jeweils 90 Milliliter. Und dieses Haftmedium ist für unsere Schablonen geeignet, denn damit könnt ihr eure Schablonen klebend gestalten, um das auf den Untergrund aufzusetzen, damit euch das nicht verrutscht, damit keine Farbe unter die Schablone rutscht und ihr es nochmal leichter und einfacher habt beim Auftragen, wenn ihr mit Schablonen arbeitet.
Wichtig ist, hier einmal gut durchschütteln, dann auf die Rückseite der Schablone auftragen, so circa 15 bis 20 Minuten trocknen lassen und dann könnt ihr die Schablone auf den gewünschten Untergrund aufdrücken und direkt loslegen, sei es jetzt für Textilien oder vielleicht auch für was anderes. Das Set hat die Artikelnummer 01433801. Kostet Regulur 55,88, ist heute, Achtung, auf 19,97 reduziert, 64% Rabatt mit den neuesten Farben hier in dem Set plus dem Haftmedium und sogar unseren Stoffbeuteln. Und bevor Sanne jetzt losgeht, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Denn wer was für auf Instagram folgt, sie hat nämlich uns extra für unsere Textilstifte und das Textilset noch eine weitere Vorlage vorbereitet, die ihr bei uns unter www.ideenmitherz.de sichern könnt. Und wenn ihr wissen möchtet, was sie damit macht, sie macht ganz besondere Pullover, das sehen wir hier, könnt ihr einfach auf Instagram folgen und einfach mal reinschauen, was sie für tolle Bastelideen da zaubert. Also sie ist auf Pullover und viel, viel größere Textilobjekte gegangen und wir gehen jetzt auf kleine, süße Säckchen und Sanne steht schon in den Startlöchern. Ich freue mich jetzt mit Textil zu arbeiten, hatten wir lange nicht mehr. Stimmt, ja. Na, auch mit mir nicht mehr. Ja, also ich, stimmt. Habe ich überhaupt schon mal Textil gemacht? Ich weiß es gar nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mal mit den Schablonen gearbeitet, aber dann auf Leinwand. Ne? Ah, ja. Und zwar haben wir uns heute mal diese wunderschönen Säckchen geschnappt. Die passen ja jetzt auch toll zu dieser Jahreszeit, gerade in die Weihnachtszeit. Ne? Wer jetzt noch schnell zum Beispiel einen Adventskalender machen will oder kleine Präsente schon mal fertig machen will, der ist damit natürlich bestens bedient. Und wir haben uns einfach überlegt, wir benutzen mal hier unsere Schablonen und den Airbrusher und dazu dann diese wahnsinnig tollen Stifte. Und damit können wir jetzt wirklich schöne Sachen gestalten. Das zeige ich euch jetzt nochmal, wie das geht. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eben einmal mit dem Medium können wir die Schablonen aufkleben oder auch hier mit dem. Das ist auch ein Kleberoller, ein Wabenkleberoller. Mit dem kann man gerade auf kleinen Flächen super arbeiten. Und auch eben mal schnell noch wieder was festkleben, wenn sich was abgelöst hat, zack, 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 nochmal eben mit dem Wabenkleberoller da drüber und dann kann man sich das schön festkleben. Der ist non-permanent, das heißt, man kann den ganz leicht wieder ablösen. Mhm. Ist gerade für die Schablonen natürlich bestens geeignet. So, ich habe mir hier schon zwei Sachen vorbereitet. Genau, das Haftmedium, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall generell benutzen, einfach um auch diese ganzen kleinen Schwachpunkte hier, diese ganzen kleinen Ritzen wirklich zu verschließen, sonst läuft euch die Farbe darunter. Ja. Und jetzt schauen wir einfach mal, ich habe jetzt hier nochmal meinen Sternhimmel rausgeholt. Mit dem können wir jetzt erstmal arbeiten. Und wir haben ja zwei verschiedene Textilstifte hier. Einmal den Airbrusher, wenn man den aufträgt. Wir sprühen ja die Farbe, das ist ein ganz zarter Ton, an den wir hier bekommen. Wir können ihn auch kräftiger natürlich nutzen und der ist ganz flach auf dem Textil zu sehen. Genau, wichtig ist, dass man nicht zu lange an einer Stelle bleibt, damit die Farbe nicht zu flüssig wird. Der ist ja auf Wasserbasis der Stift. Und dass man nicht irgendwo dann so kleine Pfützenbildungen hat. Kannst du uns nochmal zeigen, wie du den Airbrusher hältst beim Sprühen? Das sehen wir vielleicht jetzt auch nochmal in der Position. Genau, ich halte den senkrecht. Und bewegt den die ganze Zeit hin und her, dass ich nicht zu lange auf einer Stelle stehen bleibe. Und je öfter ich natürlich über die Stellen drüber gehe, desto intensiver wird die Farbe. Man kann also wirklich ganz, ganz sanft drüber brushen, wenn man nur so einen Hauch Farbe haben möchte. Man kann natürlich auch immer wieder hin und her brushen, bis man eben das gewünschte Farbergebnis hat. Ja, wichtig ist, schön senkrecht halten. Und ein Tipp von mir, es kann manchmal passieren, dass die Düse so ein bisschen spuckt. Wichtig ist, dass man die Düse zwischen den Arbeitsgängen ein bisschen sauber macht, dass die feuchte Farbe abgemacht wird, dass die sich nicht dann noch irgendwie nachträglich verteilt, gerade wenn man jetzt einen Farbwechsel macht, ne, wenn ich jetzt einen anderen Stift reinsetze. Bei den Stiften ist es so, dass die feine Spitze hier zum Sprühen geeignet ist. Wir haben auch noch eine breite Spitze, mit der kann man dann größere Malereien machen oder Linien ziehen, aber geeignet ist die Spitze für den Airbrusher. Okay, das
Also wenn du jetzt die Schablone abnimmst, hätte man jetzt einen tollen Effekt auf unseren Stoffbeuteln. Genau. Ja, hier kann man das sehen. Mhm. Na, auch die Farbintensität, mit der ich da dran gegangen bin. Hier unten habe ich ja wesentlich länger gesprüht. Und hier ist es dann ganz, ganz zart geworden. Das bietet sich natürlich auch an, dass man so einen schönen Farbverlauf hat. Den kann man jetzt eben auch in verschiedenen Farben machen. Das ist auch kein Problem. Habe ich ja hier auch gemacht. Die Stifte sind nicht komplett deckend. Das heißt, man kann eben auch ganz neue Farbeffekte damit erzielen. Mhm. Na, hier bin ich zum Beispiel einmal mit Rot drüber gegangen nochmal. Daraus hat sich dann dieses Orange gebildet. Okay, falls ihr die Schablonen sauber machen möchtet, das wurde jetzt auch nochmal gefragt, einfach mit warmem Wasser und ein bisschen Spüli könnt ihr die reinigen. Und da die für Textilien geeignet sind, könnt ihr zum Beispiel die Duo-Marker erstens einmal, ganz wichtig, 24 Stunden trocknen lassen und danach sind die waschbar bei 30 Grad. Genau. Darf ich noch was zum Masurierwerkzeug sagen? Sehr gerne. Weil die Frage wird garantiert aufkommen, wie man die reinigt, diese Werkzeuge. Mhm, ja. Also ich weiche die immer in einem Pott mit warmem Wasser ein, dass die Farbe richtig schön aufweicht und dann mache ich die einfach mit der Nagelbürste sauber. Und dann habt ihr wieder saubere Masurierwerkzeuge. So. Jetzt arbeiten wir ja mit den 3D-Textilfarben und da wird bestimmt auch gefragt, ob wir dann, wenn wir das auf T-Shirts, Pullover und auftragen, auch waschen können. Da es Textilstifte sind, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Wichtig ist wirklich, auch bei diesen Stiften 24 Stunden durchtrocknen lassen und dann könnt ihr die bei 30 Grad waschen. Genau. Kein Weichspüler verwenden. Das ist halt auch immer ein wichtiger Tipp dabei. Jetzt haben wir einmal gesprüht und wenn wir möchten, können wir das mit unseren 3D-Stiften kombinieren, was du jetzt machst. Genau, ich werde das jetzt hier mal so ein bisschen noch aufhübschen, dass wir eben so einen tollen 3D-Effekt haben, wie hier zum Beispiel bei dem Schmetterling. Da sieht man das ja auch sehr schön. Ja. In der Vorbereitung, was mir neulich mal so aufgefallen ist, das habe ich heute dann auch noch mal gemacht, bevor wir jetzt auf Sendung gegangen sind. Es kann sein, wenn ihr da am Arbeiten seid, dass ihr Luftbläschen in den Stiften habt. Mhm. Wichtig ist, dass ihr die gut nach vorne zur Spitze hin schüttelt, dass die Luftblasen so ein bisschen weiter nach oben gehen. Und was auch super hilft, ist, die Stifte vorher so für 10 Minuten in warmes Wasser zu stellen. Dann wird die Farbe auch so ein bisschen flüssiger und ihr habt nicht dieses, dass euch denn die Luftblasen da so extrem rauskommen. Viele Sets, die wir heute zeigen, könnt ihr auf jeden Fall auch mit Kindern gestalten. Wie gesagt, falls ihr den Tipp noch mal haben möchtet, was man mit Kindern machen kann bei den Sets, könnt ihr gerne bei Was Für auf Instagram noch mal reinschauen. Sie ist ja eher darauf fokussiert, mit Kindern oder auch mit älteren Menschen das Ganze zu gestalten. Und jetzt sehen wir diesen tollen Effekt von den 3D-Textilfarben. Die heben sich noch mal ein bisschen ab. Ich finde, die erinnern auch so ein bisschen an unsere Perlenpens. Genau. Aber wir haben hier noch mal sattere Töne, wir haben mattere Töne. Und auch eigentlich eher glänzende Töne. Wir haben ja bei den Perlenpens mehr diesen Perlmutt-Effekt. Genau, und hier sind die Farben wirklich hochglänzend, auch nach dem Auftrocknen. Ja. Das sieht dann aus wie Lack. Ich finde, das sieht irgendwie total schick aus. Auch ein toller Kontrast dann zu den Sprühfarben. Ne? Und eben auch diese starken Kontraste, die die Farben haben. Mhm. Also du würdest jetzt das Mandala quasi in der Art und Weise fertig machen. Genau. Hast aber uns schon ein paar Möglichkeiten vorbereitet. Können wir uns die einmal anschauen, Sanna? Genau. Ich habe ja hier gerade schon den Schmetterling gezeigt. Den habe ich zum Beispiel so verarbeitet, dass ich die Farbe einfach in drei Streifen aufgetragen habe. Und dann habe ich mit dem Pinsel nochmal nachgearbeitet. Da bin ich einfach mit dem Pinsel reingegangen und habe die Farbe abgezogen. Das sieht man hier auch direkt noch, wo ich den Pinsel angesetzt habe. Mhm. Also ihr könnt auch die Farben mit dem Pinsel weiter vermalen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder was auch toll ist, mit dem Spachtel. Ihr könnt auch mit dem Spachtel hingehen, könnt einfach ein paar Farbpunkte auftragen und das dann einfach so überspachteln. Ich bin schon wieder sonst wo mit meinen Sachen. Ja, dafür bin ich ja da. Ich assistiere. Also auch das geht. Es gibt auch super tolle Effekte. Also tobt euch da einfach aus. Mhm. Es macht super Spaß. Ich sehe jetzt noch ein blaues Säckchen, das würde ich mir gerne auch noch mal anschauen. Falls ihr noch mal Tipps und Tricks braucht zu unseren Stoffbeuteln und zu den Sprühduo-Markern für Textil. Wir hatten vor ein paar Monaten, ich meine im September, eine Show, wo wir noch mal alles Schritt für Schritt erklärt haben. Und das Besondere heute ist, ihr könnt noch mal Highlights setzen mit unseren 3D-Textilfarben. Viel Spaß jetzt mit diesem besonderen Textilset, was sich so viele Leute gewünscht haben.
Damit könnt ihr jetzt basteln, endlich mal wieder Textil. Das ist echt eine schöne Idee, jetzt nochmal mit diesen metallischen, mit dem 3D-Effekt solche Kunstwerke zu zaubern. Ja. Und vielleicht sogar eine besondere Weihnachtsidee, die man verschenken kann. Ja, vor allem, man kann ja auch mit den Textilstiften für den Airbrusher, kann man ja auch vorzeichnen. Ne? Man könnte jetzt auch einfach Zahlen vorzeichnen und die nochmal mit den 3D-Textilstiften bearbeiten, das ist alles möglich. Susanne, ich sage erstmal danke, denn wir haben jetzt noch etwas anderes geplant. Ich gehe hier mal so ein bisschen zur Seite, denn unser Tisch wird gleich weggeschoben. Und es kommt ein neuer Tisch und vielleicht sogar noch eine neue Bastlerin an meine Seite. Ihr wisst bestimmt schon, wer, sie war ja am Anfang der Sendung schon dabei, begleitet mich immer durch die Live-Shows. Und wir starten jetzt gleich direkt mit einem super Sale. Wir haben euch vier besondere Sets mitgebracht. Eigentlich haben wir heute nur Sets für euch. Sets, wir haben es gesagt, wir haben gleich LED, wir haben Schmucksteine, wir haben Stickerbordüren. Und bei einigen Sets, wo ich schon geschaut habe, wo nicht mehr viel da ist, werde ich euch nochmal Bescheid geben, werde, wie Karin so schön sagt, die Alarmglocke läuten. Aber ich freue mich gleich direkt mit unserer schnellen Runde durchzustarten, dass wir nochmal einen tollen Blick haben, was wir noch alles mitgebracht haben. Es gibt einen Artikel, der nicht im Set ist, aber vom Umfang her, das werdet ihr später sehen, wie ein Set zusammengestellt ist. Da geht es nämlich um Schmuck, aber ich darf jetzt schon so ein bisschen weiter wandern, denn tada, Patricia steht an meiner Seite. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Wir legen direkt los. Du hast uns jetzt endlich unsere Super-Sale-Stunde mitgebracht, Super-Sale-Runde. Genau. Das ist aber auch eine super Sale-Stunde, muss ich genau, sagen. Genau, das auf alle Fälle auch. Also wir haben ganz viel mitgebracht. Mhm. Und wir starten mit LED, ist das richtig? Genau, wir starten mit LED in dem Fall jetzt. Ja. Wir haben nämlich hier eine ganz, ganz tollen LED-Kerzen mit dabei. Mhm. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich drei. Ja, wir haben zweimal unsere Echtwachskerzen in diesem tollen dekorativen Betongefäß. Die sind quadratisch und das Besondere hier ist, ihr habt hier eine Timer-Funktion. Außerdem gibt es in dem Set noch unsere LED-Echtwachskerze im Glas. Das ist so ein schönes rauchglasfarbenes Glas, ebenfalls hier mit einer Timer-Funktion ausgestattet. Bei dir sehen wir jetzt nochmal die Möglichkeiten, wie man das Ganze verzieren kann. Das ganze Set gibt es heute bis einschließlich Sonntag für 11,97 €. 50% könnt ihr hier sparen. Und hier, Patti, wie sagen wir das so schön? Alarmglocke. Ja, definitiv. Also wer Karin jetzt hier, würde sie die Alarmglocke läuten, weil die Sets sind einfach Wahnsinn. Und auch gerade die LED-Kerzen. Also ich liebe ja diese Betonkerzen. Ich habe die Betonkerzen bei mir zu Hause stehen. Ja. Die sind auch super, wenn man Haustiere hat und keine echten Flammen benutzen kann, sind die natürlich mega. Für den Preis und übrigens, Achtung, Achtung, nicht mehr viele Sets da. Also falls ihr euch das sichern möchtet mit der Artikelnummer 01433803. Du hältst jetzt den nächsten Artikel in der Hand. Ebenfalls ein ganz besonderes Set mit Motiv-Spiegelkarton. Die Artikelnummer dazu ist die 01433804. Achtung, das ist das Set, wo wir am meisten Ersparnis haben. Mit 74%, also das muss man sich mal vorstellen, 9,97 € für 60 Motiv-Spiegelkartons. Insgesamt 10 verschiedene Designs und wir haben hier 60 DIN A4 Blätter. Genau, ich zeige sie hier schon mal. Wir haben jetzt einmal hier die Ornamente, dann habe ich gerade die Rosen noch gezeigt und dann dürfen natürlich hier die Blätter natürlich auch nicht fehlen. Und das ist eben dieser tolle Spiegelkarton, der hier nach Hause kommt. Und auch hier, das ist so ein lila Ton, den wir hier mit dabei haben. Ach, den finde ich auch ganz besonders schön. Ganz also, besondere Papiere und dann dieser Glossy-Effekt nochmal als Finish. Genau, also besonders wie gesagt, schick. 60 Stück kommen dann nach Hause und ich finde natürlich auch die Rosen wunderschön. Dann geht's weiter mit einem eurer Lieblingsartikel. Da haben wir gesagt, auch das muss heute in unserer Show nicht fehlen. Ein Marmor-Zauberspray. 3 Spraydosen mit jeweils 400 Milliliter in den beliebten Farben Gold, Schwarz und Violett. 55% sparen wir hier. 9,97 € kosten alle 3 Dosen. Und da kann ich nur sagen, regulär kostet aktuell eine Dose 7,43 € bei uns. Die sind schon reduziert, aber das ist, glaube ich, unschlagbar mit Artikelnummer 01433805.
So, und dann kommen wir zu guter Letzt in unserer Sale-Runde. Haben wir jetzt hier nämlich noch unsere Acrylmarker hier nämlich mit dabei. Und hier ist nämlich das Tolle, dass wir 12 einmal in 4 mm Stärke haben und dann nochmal 12 in 3. Also wir haben 3 mm und 4 mm Strichstärke. Also insgesamt kommen 24 Acrylstifte nach Hause und mit denen kann man dann zum Beispiel hier auf Steine malen. Die sind dann natürlich auch für draußen geeignet. Also man kann dann draußen den Stein natürlich auch super hinlegen. Man kann sie noch weiter veredeln. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Lack drüber gegeben. Das kann man natürlich noch machen, wenn man diesen Glanz haben möchte. Aber das Schöne ist, die trocknen komplett matt auf. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel einmal schön. Oder dann hier nochmal im Vergleich dazu das Ganze hier in diesem tollen glänzenden Ton. Mhm. Wir können im Nachgang natürlich auch nochmal mit UV-Resin oder anderen Lacken drüber gehen. Und das Tolle ist, wir können sogar Epoxy damit weiter veredeln. Wow. Also das ist auch hier eine super schöne Möglichkeit, kleine Epoxy-Gegenstände noch weiter zu veredeln. 24 Acrylmarker mit 50% Rabatt. 19,97 € kostet das Ganze. Die Artikelnummer sehen wir jetzt nochmal eingeblendet. Ja. Dankeschön dafür. Ich finde das immer klasse. Das ist wie Acrylfarbe, die wir sonst immer mit Pinseln auftragen, als Stift, wo man nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen kann. Und oder? Das Schöne, dadurch, dass wir zwei verschiedene Strichstärken haben, können wir auch so ganz kleine Details auch mal reinarbeiten. Das ist echt klasse. Toll. Und jetzt, wir tragen es heute ja alle. Ja. Patricia hat uns mit Schmuck ausgestattet. Du hast so ein bisschen getüftelt, eine ganz neue Idee nochmal für diese Show zusammengestellt. Ihr könnt damit Schmuck machen, ihr könnt Kartendeko oder vielleicht auch einfach mal Blümchen als Dekoration gestalten. Wir brauchen dafür die Schrumpffolie. Genau, die Schrumpffolie. Dann hast du eine Vorlage vorbereitet. Und wir brauchen noch Pastellkreide. Ja, sollen wir einmal rüberschauen zu unserem tollen Set, was wir euch mitgebracht haben. Mit der beliebten Schrumpffolie, also seitdem wir ja unser Tagesangebot zu der Kerzenkunst hatten, war das ja der Renner bei euch überhaupt. Und natürlich haben wir gesagt, das müssen wir auch in der Live-Show euch bieten. Wir haben jetzt ein Schrumpffolien-Set plus hier nochmal die Pastellkreide. 48 verschiedene Farben gibt es in dem Set plus nochmal 20 DIN A4 Bogen von unserer Schrumpffolie. Die ist so leicht transparent, sieht total unscheinbar aus, aber ihr könnt gleich auf der Mattenseite malen, entweder mit unseren Pastellkreiden oder, wer vielleicht das Tagesangebot gesehen hat, gerne auch mit unseren Aquatransfermotiven. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, schneidet ihr das aus, gibt das in den Ofen, lässt es so circa 5 bis 6 Minuten einmal im Ofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze durchhärten und dann schrumpft euer Motiv auf 40% der Größe und dann könnt ihr euch entweder tolle Anhänger gestalten oder vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, tolle Schmuckstücke, Armbänder, Anhänger, Ohrringe. Du hast ja heute bei uns extra nochmal geguckt, was unsere Lieblingsfarben sind. Und falls ihr gleich die Blumen gestalten möchtet, die Patricia uns vorbereitet hat, gibt es diese Vorlage von der 3D-Blume ebenfalls in dem Set noch zusätzlich dazu. Das haben wir jetzt noch vor kurzem noch hinzugefügt, weil wir gesagt haben, die Bastelidee ist so toll. Ihr spart hier bei der Schrumpffolie plus der Pastellkreide und der Vorlage 62%, 9,97 € kostet das Set mit der beliebten Schrumpffolie mit der Artikelnummer 01433806. Und ich habe ja jetzt schon so ein bisschen erklärt. Ja, wir haben die Schrumpffolie, wir müssen das in den Ofen packen, wir können die veredeln, wir können Aquatransfermotive draufpacken. Ja. Und dann packen wir es in den Ofen und dann schrumpft das, so wie der Name das schon sagt. Ja. Wie groß wird das? Wie sieht das aus? Wie malen wir das an? Wie arbeiten wir? Wie machen wir so schöne Schmuckstücke? Das erklär uns. Genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Du sagst, wir können es in den Ofen packen. Das funktioniert natürlich super. Ich kann aber auch, gerade wenn ich das Ganze noch wölben möchte und so weiter, würde ich mit dem Heißluftföhn arbeiten. Weil damit haben wir natürlich die Kontrolle, dass es natürlich genauso schrumpft. Aber wir können es dann im Nachgang nochmal biegen. Weil wenn wir es aus dem Ofen holen, ist es meistens komplett flach. Und bis es dann ausgekühlt ist,
wenn es ausgekühlt ist, können wir es im Nachgang halt nicht mehr bearbeiten. Es wird auch schön fest. Genau, es wird dann richtig schön fest, das ist richtig schön stabil. Aber wenn wir sagen, wir möchten jetzt so richtig schöne Blüte machen, die auch richtig schön gewölbt ist, brauchen wir natürlich die Möglichkeit, das mit Heißluftföhn zu machen, um sie dann noch zu verbiegen. Und was wir alles brauchen, ist einmal Schrumpffolie, die Vorlage, die wir brauchen. Und ich würde sagen, jetzt switchen wir einmal, weil wir sehen hier jetzt schon mal, wir haben jetzt einmal die Vorlage, die wir jetzt hier haben. Dann habe ich das Ganze hier jetzt schon einmal ausgeschnitten. Das ist ja der Bogen, der nach Hause kommt. Und ihr seht schon, wir haben hier verschiedene Größen an Blüten. Das heißt, ihr sucht euch die Blüten aus, die ihr jetzt in dem Fall haben möchtet. Ich habe mich jetzt in dem Fall für diese Blüte hier unten mal entschieden. Legt die jetzt auf meine Schrumpffolie. Und da ist es wichtig, wir haben hier einmal eine glänzende Seite und einmal eine mattierte Seite. Packt das immer auf die mattierte Seite. Zeichnet jetzt drumherum. Ich habe das hier einmal schon mal vorbereitet. Dann seht ihr das jetzt hier einmal, dass das einmal hier aufgemalt ist. Ja. Und jetzt brauchen wir einmal unser Bastelmesser, weil wir möchten ja jetzt noch mal ein bisschen Struktur reinarbeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Bastelmesser und ziehen jetzt mit ein bisschen Druck einmal hier so ein paar Linien, die wir hier einmal reingehen. Das sehen wir gleich, wenn wir das Ganze kolorieren, sehen wir das gleich ein bisschen stärker noch. So, ich ziehe jetzt mal kurz meine Blumenadern. Du hast die Blumen ja aufgezeichnet, genau, und dann ausgeschnitten. Jetzt wird hier nochmal gefragt, kann man die Folie auch stanzen? Ja, das funktioniert auch, wenn sie nicht zu filigran ist. Also wenn ihr sehr, sehr, sehr filigrane Motive habt, dann funktioniert das nicht. Aber hier zum Beispiel haben wir eins vorbereitet, das ist jetzt die Schrumpffolie einmal gestanzt. Da muss man halt nur hier dazwischen so ein bisschen aufpassen, dass man da vorsichtig mit einer Prickelnadel entlang geht und das dann rausholt. Aber auch das funktioniert natürlich super. So, dann haben wir ja eben schon, also du malst ja mit unseren Pastellkreiden, die in dem Set enthalten sind. Genau. Wenn wir das Ganze noch mal ganz kurz mit den Aquatransfermotiven machen. Worauf müssen wir da achten? Und es wurde schon in den Kommentaren gefragt, ganz wichtig ist, nicht mit den normalen Transfermotiven, mit den Relief oder mit unseren Transfermotiven arbeiten, sondern wichtig, wichtig, mit den Aquatransfermotiven das Ganze gestalten. Genau, mit den Aquatransfermotiven ist es gar kein Problem. Ich arbeite ja jetzt hier auf die matte Seite. Mhm. Und genauso ist es auch bei den Aquatransfers. Da ist es genauso. Da arbeiten wir natürlich genauso auch hier wieder mit den mit den Aquatransfers auch auf die matte Seite. Also egal, was ihr macht, ihr arbeitet immer auf die matte Seite. So, jetzt habe ich hier das schon mal angefangen. Und jetzt seht ihr hier schon, wie das hier leicht eingeritzt ist. Und dadurch entstehen dann natürlich unsere Blütenmitten. So, jetzt mache ich noch die Blüten, den Stempel noch. Jetzt nehme ich mir ein bisschen so ein Küchenkrepp und jetzt verreibe ich das Ganze. Weil wir wollen ja das Ganze richtig schön eingearbeitet haben in meine Schablone. Und so, das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Jetzt seht ihr das hier einmal. Jetzt klettere ich mal kurz, weil ich habe gerade mein ausgeschnittenes gerade runtergeschmissen. So, jetzt seht ihr das. Und dann haben wir nachher in den Empfehlungen gleich eine Nagelschere. Das ist nämlich der perfekte Helfer, um das Ganze jetzt hier auszuschneiden. Das macht ihr jetzt. Dann sieht das Ganze nämlich so einmal aus. Oh, und jetzt sehen wir die Bereiche, die du mit dem Bastelmesser jetzt eingeritzt hast. Genau, und das haben wir im Vorfeld gemacht. Mhm. Und da reiben wir jetzt natürlich das Ganze so richtig schön intensiv rein. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich schrumpfen. Das heißt, ich nehme jetzt meine Prickelnadel zur Hand. Ich ziehe jetzt nur leider das Papier einmal wieder raus drunter. Mhm. So, halt das jetzt einmal in der Mitte fest. Und jetzt nehme ich meinen Heißluftföhn. Und ihr seht, wir haben hier zwei Stufen. Das heißt, ich gehe jetzt auf Stufe 2 einmal. Mache das Ganze an. Und gehe jetzt mit so leicht kreisenden Bewegungen. Geh mal so ein bisschen weiter weg, vielleicht hört ihr mich jetzt besser, weil Patricia direkt am Heißluftföhn ist. Sie geht jetzt mit kreisenden Bewegungen um die Schrumpffolie, mal etwas näher, mal weiter weg. Und wir sehen jetzt langsam, nicht erschrecken, das passiert euch auch im Ofen, die bricht sich zusammen und man denkt sich, oh nein, was ist da eigentlich passiert? Aber das ist dieser Effekt, der bei der Schrumpffolie passieren muss. Warte jetzt, glaube ich, noch mal einen Moment, weil der Heißluftföhn gerade über dem Motiv ist. Aber wenn ihr weiterfüllt oder das im Ofen einfach weiter aushärten lässt, dann seht ihr, das formt sich wieder zurück. Das ist aber einfach ein ganz wichtiger Prozess, der jetzt
stattfinden muss, damit sich das Ganze zusammenzieht. So, und jetzt nehme ich es immer im heißen Zustand einmal, habe mir jetzt hier eine Perle geschnappt und kann das Ganze jetzt einmal wölben. Und da mache ich jetzt auch so leicht kreisende Bewegungen. Und jetzt kann ich das noch so ein bisschen in die Hand nehmen. Achtung, das ist noch sehr warm und kann das außen so ein bisschen nach unten drücken, meine Blütenblätter. Und dann bekomme ich jetzt zum Beispiel so eine gewölbte 3D-Blüte und das sieht natürlich dann richtig klasse aus, gerade weil wir dann hier jetzt einmal diesen Verlauf reingearbeitet haben und das kann man jetzt natürlich mit den sämtlichen Größen einmal machen und das Schöne ist, wir können sie entweder flach belassen, dann sieht das Ganze jetzt einmal so aus oder hier jetzt auch in diesem tollen Lila-Ton, das geht natürlich auch. Ich lese in den Kommentaren, das ist Magie. Oh, ja, das ist definitiv. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich zusammensetzen. Ich kann jetzt sagen, ich nehme mal die anderen weg. Ich kann jetzt hier die größte Blüte, die wir hier haben, kann jetzt einmal eine Nummer kleiner draufsetzen und kann mir so eine richtige schöne 3D-Blütenlandschaft jetzt hier einmal gestalten und kann die dann natürlich in meine Grußkarten reinarbeiten und, und. Also das kannst du uns einmal zeigen, dass man sich ungefähr vorstellen kann, auf welche Größe diese Blüten auf der Vorlage schrumpfen. Wir haben ja gesagt, die schrumpfen wirklich auf 40% der eigentlichen Größe. Ja. Ich habe in den Kommentaren noch mal gelesen, was genau muss ich beachten, wenn ich das in den Ofen packe. 5 bis 6 Minuten bei 160 Grad Ober-Unterhitze und dann schrumpft das. Aber das Tolle ist, wir haben bei uns im Shop unter www.ideenmitherz.de sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ihr euch das Ganze noch mal angucken könnt. Genau, also ich habe jetzt nicht alle vorbereitet. Also ich habe hier einmal die Größe, ich habe hier einmal diese ganz große Größe und hier die gewölbten nochmal. Die müsst ihr euch natürlich jetzt flach vorstellen, einmal von den Größen her. Wobei, ich kann mal mein Ohrring einmal kurz rausnehmen, dann kann ich es euch auch so nochmal zeigen. Weil das wäre jetzt hier einmal diese Größe. Die mittlere Größe ist einmal das hier und das wäre jetzt die Größe nochmal vom Verhältnis her, dass wir das ungefähr sehen können. Und wir können sagen, so ungefähr, ja, so bis auf... ja, du hast es gerade gesagt, 40% geht das runter. Und hier seht ihr das Ganze mit dem Aquatransfer. Und hier kann ich nämlich auch einmal ein Vorher-Nachher zeigen. Ihr müsst uns unbedingt in den Kommentaren schreiben, ob ihr mal Lust habt auf eine Schrumpffolien-Show, die wir im nächsten Jahr dann machen. Da gibt es dann nochmal neue Ideen. Da sehen wir jetzt nochmal die Originalgröße mit dem Aquatransfermotiv und dann einmal ein geschrumpftes. Genau, also hier sehen wir das jetzt nochmal. Das ist jetzt nicht genau 1:1 dasselbe Motiv, aber die sind ungefähr gleich groß, dass wir uns das einmal vorstellen können. So ist das einmal im Vorfeld, wenn wir das einmal aufbringen und das wird es dann einmal von der Größe, wenn es dann einmal geschrumpft ist. Und auch das könnt ihr natürlich genauso mit dem Heißluftföhn machen. Das heißt, da würde ich jetzt auch wieder hinlegen, würde auf Stufe 2 in leicht kreisenden Bewegungen einmal darüber gehen und kann das dann so arbeiten. Ich habe jetzt hier vielleicht als Tipp nochmal einfach ein Softie-Tupfkissen genommen und hier einfach eine 10 mm Perle, damit ich das einfach reinprägen kann. Das perfekte Werkzeug noch selber gestaltet. Genau. Extra dafür. Also gestaltet euch wunderschönen Schmuck. Ich habe ja heute auch eine Kette bekommen. Genau. Und falls ihr darauf geachtet habt, jeder hat sich nämlich Farben gewünscht. Ich wollte mir so in diese Petrol-Mintfarbenen. Genau. Du bist ja komplett in Pink und Sanne hat auch noch mal ein paar dunklere Töne mitgebracht. Alle haben die gleichen Ohrringe an und die Kette. Also danke nochmal dafür. Sehr gerne. Falls ihr Lust habt, das Ganze zu Hause zu machen, sichert euch das Set mit der Schrumpffolie und der Pastellkreide. Ich habe noch von Sarah den Tipp bekommen, falls ihr mit Kindern arbeitet. Das ist ein super Geschenk oder ein toller Bastelnachmittag, wenn man das mit Kindern macht. Die können das Ganze ausstanzen, anmalen mit der Pastellkreide und dann packt ihr das in den Ofen. Und die können sogar zuschauen, wie dieser tolle Effekt dann nochmal im Ofen geschieht, wie wir es hier jetzt gesehen haben, wie das Ganze so zusammenschrumpft, was wirklich wie Magie ist. Und ihr könnt euch damit auch tolle Erinnerungsstücke zaubern. Ja, das auf alle Fälle. Und wir hatten ja auch gerade in unserem Expressrunde, in unserem Super Sale, hatten wir gerade die Acrylmarke. Auch mit den Acrylmarkern könnt ihr auf die Schrumpffolie gehen und das dann auch schrumpfen. Also auch das ist eine super Kombination. Oh, tolle Kombination. Mhm. Und jetzt empfehle ich euch wieder. Patricia bleibt zwar an meiner Seite, aber wisst ihr was? Wir haben heute nicht nur eine Super Sale-Runde, sondern gleich zwei. Und die werden wir jetzt vorbereiten von meinen lieben Kolleginnen. Ich warte jetzt, bis der Tisch kommt. Ich kann euch schon mal sagen, es ist wieder was mit LED dabei. Und jetzt endlich haben wir auch Schmucksteinbordüren für euch im Angebot. Jetzt kommen die nächsten 5 Knallerangebote wieder als Set.
Und ich gleite wieder zu meiner Patricia. Genau, du kommst wieder zu mir. Hallo. Und wir legen los, wieder mit LED. Es geht weiter. Genau, und diesmal haben wir nämlich ganz tolle LED-Kamine mitgebracht, sogar mit integrierter Uhr und dann noch diese tollen Flackerlaternen. Ja, die können wir uns gerne einmal anschauen. Sarahs Tipp, Sarah ist ja immer hier bei uns in der Abteilung dafür da, wenn es um Geschenke geht. Ja. Weihnachtsgeschenke, ich weiß nicht, wie weit ihr seid, mir fehlen noch eine Menge. Und deswegen freue ich mich über Tipps und ich glaube, das ist ein Mega-Tipp jetzt für euch. Unser LED-Kamin plus Uhr in dieser besonderen, nostalgischen Optik und Timer-Funktion plus unsere LED-Laterne in dieser Schmiedeeisen-Optik. Mit dem Flackereffekt. Kennt ihr das noch von unserem Flammenlicht? Diesen Flackereffekt, den wir so lieben, den gibt es jetzt in einer Laterne integriert. Beides für 9,97 Euro mit Artikelnummer 014338. Falls ihr euch das sichern möchtet, 69% Rabatt gibt es hier. Und wir haben euch ein paar Möglichkeiten mitgebracht, wie man das Ganze gestalten kann. Ja. Und ich würde sogar einmal hier tauschen, denn wir haben jetzt einmal die Laterne angeballt, dass sie sogar beide zusammen kombiniert werden können. Ja, das ist nämlich das Tolle, weil wir haben hier bei dem einen Kamin schon diesen leichten Patina-Effekt in diesem tollen Braunton. Und wir können die Laterne natürlich anpassen. Die haben jetzt auch so leicht in diesem Braun patiniert. Und dann kann man das super in der Kombination zusammenstellen. Oder wenn man sagt, diese Schmiedeeisenoptik gefällt mir besonders gut, kann man auch den LED-Kamin jetzt umgestalten. Und schaut mal, wie toll dieser Effekt ist. Also so ein Mini-Kamin, den man sich jetzt zu Hause aufstellen kann, plus entweder Uhr, hier haben wir sie zum Beispiel abgenommen und haben noch mal einen Stern reingepackt. Wenn ihr wollt, gerne auch mit der Uhr jetzt gestaltet. Oh wow, zwei besondere Effekte. Das ist ja unglaublich. Da kriegt man ja fast eins davon für 5 Euro, ja, nicht mal. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, man kann verschiedene Möglichkeiten machen. Auch einfach das Ganze mal komplett anmalen in diesem tollen Grünton. Und hier sehen wir jetzt auch richtig schön diesen Flackereffekt. Also das ist eine super schöne Kombination. Jetzt geht's weiter für alle, die sagen, ich brauche noch Schmuckstein bordüren. Und da mache ich, Achtung, Achtung, wie heißt es so schön? Klingelingeling. Die Alarmglocke wird geschwungen, denn wir haben von unseren Schmucksteinbordüren im Set nicht mehr viel da. 20 Schmucksteinbordüren, wir sehen es jetzt einmal bei Patricia, einmal 10 Stück als Sechseck in 10 verschiedenen Farben und dann gleich nochmal als Tropfen. Nee, hier haben wir jetzt die Tropfen. Genau, hier habe ich jetzt die Tropfen einmal. Ich mache heute immer das Gegenteil, was du willst. Patricia hat sich heute mit Alvin verbündet, aber kein Problem, ich schaffe das hier. 20 Schmucksteinbordüren, komplett selbstklebend. Ihr habt auf einem Bogen, ich weiß gar nicht, wie viele Schmucksteinbordüren ihr da jeweils habt, also 20 Bogen und dann stellt euch mal vor, wie viel auf einem Bogen jeweils ist. Also hier habe ich gerade gezählt, sind es 12 einmal bei den sechseckigen und bei den anderen 10, 12, 14, 16, 18, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und dann jeweils 10 Bogen in dieser tollen, irisierenden, klaren Kristalloptik für 19,97 Euro, 66%. Und da kann ich nur sagen, bitte, bitte schnell sein, falls ihr euch die sichern möchtet. Ja, und wie gesagt, alle selbstklebend. Dann geht's weiter mit etwas, falls ihr Lust habt, euer Bürobedarf nochmal auszustatten, Geschenke schön zu beschriften oder tolle Rahmen zu zeichnen, gibt es jetzt ein Stifteset mit Outline-Markern und Textmarkern. Insgesamt 8 von unseren Outline-Markern, 6 von unseren Textmarkern in den tollen Pastellfarben für 8,97 Euro. Das günstigste Set heute überhaupt. 50% Rabatt, 014338 09 ist die Artikelnummer dazu. Und das Tolle an diesen Outline-Markern ist ja, wir malen damit und ihr habt zum Beispiel einen lilafarbenen Stift. Genau, also hier sieht man es oben auch ganz schön. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Strich gezogen und hier oben habe ich erst einmal, weil die muss man einmal vorpumpen, jetzt einfach mal den lilanen vorgepumpt. Was passiert da? Und ihr habt einmal diesen silbernen Schriftzug und außenrum kommt dann dieses Lila, was wir uns ausgesucht haben, so richtig schön zur Geltung. Also das sind mega Stifte, gerade wenn man so Highlights, so Effekte ziehen möchte, kann man das natürlich super damit gestalten. Aber
aber auch natürlich unsere Textmarke, die wir hier haben, haben wir in diesen wunderschönen Pastelltönen hier auch nochmal mit dabei. Und ich drehe sie mal nochmal um. Wir haben hier eine Strichstärke von 1 mm, können wir entweder machen, bis 4 mm, wenn wir es ganz breit machen wollen. Mhm. Und auch hier die Outline-Marke haben eine Spitze von 4,5 mm. Und das sind wirklich ganz besondere Stifte. Also die findet ihr nicht überall, falls ihr mal jetzt Kindern sowas schenken möchtet, finde ich das toll. Wie gesagt, fürs Büro ist es perfekt, für zu Hause oder wenn ihr Rahmen damit malen möchtet. Dieser zweifache Effekt, dass man einmal diesen silberfarbenen Ton hat, plus dann die Umrandung in der gewünschten Farbe. Unglaublich schön. Und was sehen wir bei dir jetzt? Genau, hier haben wir jetzt hier unsere Sticker-Bordüren. Mhm. Und zwar sind das ganz Besondere. Wir haben nämlich hier Farbverlaufsbordüren. Haben wir hier einmal. Das sind nämlich 3D-Sticker-Bordüren. 5 Bogen haben wir hier einmal in diesem tollen Orange-Gelb-Verlauf. Dann haben wir hier so einen Grün-Verlauf nochmal mit dabei. Aber auch hier dieser tolle Pastellblau-Verlauf. Und hier kommt jetzt mein absoluter Lieblingsbogen. Mhm. Dieses Lila zu Blau vom Verlauf haben wir jetzt hier einmal. Und dann nochmal dieses Pink-Grüne. Also wunderschöne Verläufe, die wir da einmal zaubern können. Und die sind auch alle selbstklebend und haben so einen leichten 3D-Charakter. Also das Besondere ist, wie du es schon erwähnt hast, wir haben den 3D-Charakter. Wir haben 5 Bogen in verschiedenen Farben. Ja. 5 Farben, teilweise mit Farbverläufen, 3 unterschiedliche Stärken von 3 mm bis 7 mm, also 3 mm, 5 mm, 7 mm. Und ich habe mal gezählt, wie viele Bordüren wir insgesamt bekommen. Es sind 105 Bordüren, wow, die ihr auf diesen 5 Bogen habt für, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel, 9,97 €, 49% Rabatt spart man hier. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch sichern. Und ich finde es heute klasse, dass wir Sets haben, die nicht nur für die Weihnachtszeit geeignet sind, sondern wirklich fürs rund ganze ums Jahr. Ja. Was haben wir jetzt noch bei dir? Unser letztes Set in unserer Sale-Runde. Genau, das letzte Set, wir haben hier nämlich Stanzbogen, haben wir hier nämlich. Und die sind auch ganz toll. Das sind nämlich Gold- oder Silber veredelte Stanzbogen, die wir hier haben. Wir haben hier einmal 10-mal dieses wunderbare Sektflakon. Und auch den haben wir einmal in dieser Silberveredelung hier einmal mit dabei. Plus nochmal in der tollen Goldveredelung. Das wären einmal die. Dann haben wir 10 Stück. Dann haben wir 10-mal die Laternen haben wir hier einmal hier mit dabei in 2 verschiedenen Designs. Auch hier wieder in Gold und in Silber das Ganze. Auch die wunderschönen Designs, die man hier gestalten kann. Auch hier wieder Silber plus nochmal Gold. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes. Das hältst du jetzt gerade in der Kamera. Und zwar ist hier nämlich das Tolle. Hier haben wir 5 verschiedene Designs in 2 verschiedenen Farben wieder. Und hier haben wir das Ganze einmal aufgebaut. Wir haben hier einmal den Engel. Dann haben wir einmal das Haus, was wir natürlich auch beleuchten können. Dann kommt als nächstes die wunderbare Pyramide, die darf natürlich auch nicht fehlen. Die Laterne haben wir dann hier auch nochmal. Und dann zu guter Letzt haben wir hier natürlich noch die Geschenkverpackung mit der Heiligen Familie. Ja, 30 Stanzbogen für euch mitgebracht für 9,97 €. Wir haben verschiedene Designs, 92% spart ihr hier. Die Artikelnummer dazu ist die 013-900-03. Jetzt haben wir noch eine Bastelidee, die wir euch noch zeigen. Und dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, euch gefällt, was wir hier alles basteln und was für tolle Themen wir hier haben. Freust du dich aufs nächste Set? Ja, total. Worum geht's? Worum geht's? Also, wenn ich dabei bin und wir haben so eine Sale-Runde, ich meine, ich habe ja schon Schmuck gezeigt und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so eine kleine Glitzerelster bin und ich liebe alles, was glitzert und funkelt. Und deswegen haben wir jetzt auch noch ein tolles Schmuckset. Ja! Etwas ganz Besonderes mitgebracht und das sind unsere Zwischenperlen. Die sehen wir hier einmal und hier einmal die Packung dazu, die ihr bekommt. Ihr glaubt es nicht. Wir haben hier 120 verschiedene Zwischenperlen in den verschiedensten Designs. Ich zeige euch mal ein paar, die zu euch nach Hause kommen. Wie zum Beispiel hier, die sind alle mit Strassstein versehen. Wir haben verschiedene Lochungen, zum Beispiel hier eine Dreifachlochung. Dann haben wir hier nochmal mit diesen ganz großen Schmucksteinen die Zwischenperlen, die wir nutzen können. Außerdem dann nochmal hier in diesem tollen Princess-Schliff, wo der Stein komplett einmal
in dieser Zargenfassung eingesetzt wurde. Hier an der Seite nochmal Kügelchen. Da habt ihr zum Beispiel Zweifachlochungen. Dann nochmal dieses Design. Weiter geht es dann nochmal mit den einzelnen Schmucksteinen. Finde ich auch besonders schön. Ja. Das kann ich mir auch richtig edel vorstellen als einzelnen Anhänger in der Zargenfassung, wenn man sagt, so, das sind nämlich zwei Stück, du hältst es gerade, wenn man sagt, als Kettenanhänger. Genau, als Kettenanhänger. Und bei denen ist das Schöne, die meisten verlaufen nämlich quer und die verlaufen jetzt mal hochkant. Also das sind auch ganz besondere Elemente, die wir hier haben. Oh, und das finde ich auch richtig schick. Also diese drei kleinen Steinchen, die nochmal aufgesetzt sind. Ich gehe mal so einen Schritt näher, dann seht ihr das vielleicht so ein bisschen besser. Schaut mal, wie das funkelt. Also Patricia hat nicht zu wenig versprochen als Armband. Jetzt nochmal hier, wir gucken uns gleich nochmal ein paar Möglichkeiten an. Ihr spart hier insgesamt 65% für 120 Zwischenperlen in den verschiedensten Designs mit diesen tollen Strasssteinen, die noch eingebaut sind. 9,97 Euro mit der Artikelnummer 01301. Ich musste gerade überlegen, ob ich es richtig sage. 013, 013. Kann man sich gut merken. Ja. Was basteln wir? Genau, das machen wir. Ein ganz, ganz tolles Armband gestalten wir jetzt hier einmal. Und eigentlich brauchen wir jetzt nur noch Perlen, die wir vielleicht auch schon zu Hause haben. Mhm. Ein Band zum Auffädeln. Ja. Aber wir haben das auch gleich einmal nochmal in den Empfehlungen nochmal ganz genau stehen, mit was ich hier jetzt gearbeitet habe. Und ihr seht es jetzt hier schon mal. Also ich habe mir das hier schon mal vorbereitet. Ich habe mich hier für die etwas größeren Zwischenperlen hier einmal entschieden. Und das Schöne ist nämlich, wir sehen es hier jetzt nämlich, wir haben hier immer diese Zwei-Loch-Optik, aber auch mal dieses Längs von der Optik her. Und ich arbeite am liebsten mit den Perlnadeln. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt hier einmal aufgefädelt, nehme jetzt meine Perlnadeln einmal parallel, habe mir jetzt hier die Glasperlchen genommen und jetzt kann ich vom Design her, kann ich mir jetzt aussuchen, was mir jetzt am besten gefällt. Also ich persönlich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich es ein bisschen breiter aufgefädelt habe oder länglicher aufgefädelt habe. Deswegen fädle ich jetzt mal pro Seite 4 Perlen und das dann immer im Wechsel einmal auf. Und mache das Ganze jetzt hier einmal mit 4 von diesen tollen Champagnerperlen. Und dann kommen jetzt nochmal 4 Stück von unseren braunen Perlen. Zieh mal deinen Arm so ein bisschen mehr. Ja, zieh mal meinen Arm her. So, ich nehme mal das weg. Ihr seht es jetzt hier, haben wir das Ganze jetzt einmal aufgefädelt. Und jetzt machen wir einmal noch unsere Zwischenperle oben drauf. Und da fädel ich die jetzt auch einfach mit dem Gesicht zu mir auf. Und jetzt kann ich das Ganze einfach hier runterziehen und arbeite so mein Armband in der Länge, wie ich es haben möchte, halt immer beide parallel. Wir können natürlich auch erst die eine Seite auffädeln, verschließen und dann die zweite Seite. Also wenn man nicht mit 2 Fäden arbeiten möchte, kann man das natürlich auch machen. Hier unten habe ich noch einen Karabiner dran gesetzt, aber wir können es natürlich dann auch einfach mit einem Knoten verschließen. Einen kleinen Blick nochmal auf die tollen Armbänder, die du mitgebracht hast. Ja. Falls ihr natürlich genau wissen möchtet, wie bestimmte Armbänder gehen, wir haben ganz viele Live-Shows. Wir haben Videos auf unserer Webseite, auf YouTube, wo wir noch eine tolle Viertelanleitung haben. Genau, also da ruhig mal gucken. Und ihr seht hier schon mit den verschiedenen Größen, wir können auch mal größere Perlen, kleinere Perlen dazwischen nehmen. Hier auch mal als Dreireiher das Ganze gearbeitet. Also super schöne Möglichkeiten, wie man das Ganze weitergestalten kann. Ach, so schön. Ich freue mich besonders auf meinen Schmuck heute, den wir mit der Schrumpfolie gestaltet haben. Und wenn man jetzt möchte, kann man sogar noch Armbänder selber gestalten und die auch benutzen. Und... Was ist das? Ja, wir haben ja gesagt, heute ist Alvin dabei und Alvin hatte die Ehre, unsere 3 Gewinner auszulosen. Wer jetzt gewonnen hat, verraten wir. Willst du einfach mal den ersten Schnipsereien soll ich einfach aussuchen? Mal? Warte, ich rufe erstmal Sanne zu uns. Sanne, genau. Komm Sanne noch muss zu uns rein. Genau. Sanne muss noch zu uns kommen. Ja, wir sind zu dritt jetzt wieder, endlich wieder vereint. Ja, endlich wieder vereint. Und jetzt fängt Patricia an. Genau. Einen Zettel aussuchen und welch? Dann den Namen in die Kamera halten. Welchen nehme ich? Welchen nehme ich? Ich nehme diesen hier. Okay. Okay, vielleicht jetzt in die andere Kamera. Wir warten einmal einen riesen Zoom auf den Namen. Gewonnen hat heute als allererste Tadada, Heide Rotenmund. Und Zettel 2. Guck mal, wie schön Alvin hier sogar noch was drauf gemalt hat. Also das wäre Gewinner Nummer 1. Du darfst den zweiten holen. Okay, ich lese vor. Ich drehe mich mal. Ich gehe mal auf die Seite. So, hier haben wir auch wieder einmal so von Alvin gestaltet. Plot Tee! Woohoo! Das ist einmal der zweite Gewinner.
Und Gewinner Nummer 3. So, hier auch wieder so einen niedlich. Wunderschönen Alwin verewigt. Übrigens und auch sehr künstlerisch, Carola Ball. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Gewinn. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den tollen Überraschungspaketen, die wir jetzt zusammenstellen werden. Wir gucken einmal in die Termine rein. Was ist diese Woche und ja, nächste Woche so auf dem Plan? Als allererstes ganz wichtig, wir haben am Sonntag auf QVC 2 Auftritte, da ist ja Karin dabei. Ja. Um so circa 11.20 Uhr beim Geburtstagsfrühstück wird sie ein ganz besonderes Set, ein LED-Set vorstellen. Ja. Und dann ist sie auch noch um 16.40 Uhr, also so circa, wir haben mal ausgerechnet, wann sie auf Sendung ist, bei Home Sweet Home dabei. Am Mittwoch, nächste Woche geht es dann natürlich weiter mit dem Bastelclub um 15 Uhr und um 18 Uhr dann auch noch mal eine Stunde aus unserer Bastelwerkstatt auf QVC 2. Und wir sind natürlich wieder Montag da, basteln fröhlich, freuen uns auf euch. Ja. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, verratet uns doch, was war heute euer Lieblingsset? Wir sind nämlich gespannt, was eigentlich heute euer Highlight war oder was ihr besonders interessant fandet. Ich bedanke mich bei meinen tollen Bastlern, die euch so schön durch die Sendung geführt haben. Und ja, wünschen euch viel Spaß damit. Denkt dran, die Aktionen sind bis Sonntag bei uns im Shop erhältlich. Natürlich alles nur, solange der Vorrat reicht. Falls ihr den Gratisartikel euch schon mal gesichert habt, könnt ihr das jetzt ein zweites Mal tun, falls ihr es noch nicht gemacht habt und 2 Bestellungen aufgibt. Ab 50 Euro kriegt ihr den dann regulär eigentlich für 14,95 Euro. Ab 50 Euro gratis zu eurer Bestellung. Und ich glaube, wir sind fertig. Ja. Das Wichtige ist, wir sollen mal überlegen, habe ich alles genannt. Ja. Aber wir lassen euch jetzt in die restliche Woche frei, damit ihr kreativ werdet. Sehen uns wieder Montag um 14 Uhr. Wir warten auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.